Gleich mit dem Teil. Das sieht sehr komisch aus. Oh, für Zombies. Und man hält den Stab auch voll komisch. Okay, wo ist das Elektrozeichen gewesen da hinten? Ne, das ist Wind. Wo ist das Blitzzeichen gewesen? Da ist doch, es ist doch Elektro. Ja. Cool. Ach da, oh, gar nicht gesehen an der Wand. Nimmst du mal die Zombies ganz halt weg? Pass auf, dass du den einig triffst, der ist irgendwie festgebackt. Hier ist noch so ein Clear-the-Price-Teil, ne? Ach so, warte mal, ich glaube, wir haben was falsch gemacht. Kann einer von euch hier aufkaufen? Oder was? Das geht aber nur zu Station 1 zurück, ne? Ach so. Oder, ne, weil das ging noch eins weiter, glaube ich, gell? Oder? Mach weiter auf, mach auf! Die Tür! Ich muss es weg. Ich glaube, wir haben es falsch gemacht mit den Stars, ne? Das eine ist für die Tür öffnen und das zweite ist für, denke ich mal, wirklich das Easter Egg dann. Also noch den weiteren Schritt. Mit den Ultimate Staff das noch anschließen, weißt du? Diesen Generator da. Ich habe jetzt nur das Schild angeschossen, da hat sich's geöffnet. Ich habe... Bei mir war das so, ich habe erst den Generator angeschossen, da kam Geräusch. Dann habe ich das andere Schild angeschossen, dann ging das Ding auf. Okay. Warte mal, ich mach mal alles jetzt hier hoch. Wo ist ein Wunderfitz? Ich bin jetzt bei jedem Ding hingegangen und es war nie irgendwo. Der Station, wo du gerade bist, hast du. Oh nee, warte, da war es wirklich nicht. Keine Ahnung. Also ich schieße jetzt mein Windteil an. Nee, warte mal. Ach, komm schon, ich will nicht. Stell mal kurz ruhig, Kann ich den einen Zombie töten, weil der andere ist schön verbuggt, dann kann ich mich einfach hinstellen, brauche ich mir so einen Kreis laufen. Nee, das auch nicht. Ich würde es eher lassen, weil ich glaube, sobald nur noch ein Zombie übrig ist, kommt so ein Counter, der die halt tötet. Random. Hm. Deswegen habe ich war auch die ganze Zeit versucht in Erlegung, so, oh geil, den töte ich jetzt und so, aber... Wir können einen Crawler ausprobieren, bevor wir jetzt die nächste Runde gleich starten, dass wir versuchen, einen Crawler zu machen. Bei mir hat sich irgendwie nicht getan. Dann lege ich den mal wieder, oder ne, den kann ich aber halten jetzt. Erdschalter, kannst du deins jetzt machen? Boreas Fury. Also, gepuncht hast du schon, ja? Ja. Du musst jetzt nur noch in die, oder, wo warst du jetzt, in der Secret Station, oder? Ja. Okay, du musst jetzt, zu Station 2. Tschüss. Hallo, Station 2. Hallo. Also ich komme direkt an, wo ich will. Ich nicht. Ich komme immer zu Quick Revived. Das soll mir anscheinend was sagen. Ja, dass du dich ganz schnell wiederbeleben solltest. Du bist wirklich kein Tod. Und hast du es gemacht? Ach, sollte ich mal eins anschießen? Ja, dein Generator da. Was da? Nö. Wie lange brauchst du? Hä? Wie lange brauchst du? Ich hab angeschossen. Du hast eben gerade nö gesagt. So, jetzt habe ich meinen Tornado raufgehauen, immer noch passiert nichts. Beide Zombies verbuggt oder was jetzt? Nice. Aber einer sollte auf jeden Fall hier bleiben. Ich nicht. Tschüss. Ist bei euren Dingern etwas passiert? Nö. Wie geil das aussieht. Oh, jetzt läuft der eine weiter. Jetzt laufen beide wieder. Als der Tornado weg war, haben beide angefangen zu laufen.
Ich denke mal, wir müssen den Generator irgendwie zum Laufen bringen, weil hier beim Teleporter ist dann auch ein Generator, der mit dem Teleporter verbunden ist. Und dann können wir einen Teleporter benutzen anscheinend. Tja. Vielleicht müssen wir auch an den Generatoren Zombies mit den Stäben töten. Gute Idee. Um die aufzuladen. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee. Gefällt mir. Wisst ihr was? Machen es einfach. Ist auch die logisch. Aber erstmal jeder, dass jeder zu seinem Generator hinkommt. Wo war meiner? Jetzt ist Station 3. Lol, ich bin jetzt hinein gewesen, oder nicht? Juhu, ich bin direkt da. Ich nicht. Komm nicht zu Creepy Wave. Ja, ich bin auch direkt da. Bei mir blitzt hier was. Ja? Ja, bei meinem Generator. Aber nur ab und zu. Wo bin ich jetzt hier? Jetzt. Was ist das? Zwei hier, ne? Ja. Zu drei komme ich. Doch, zu drei kam ich rüber, oder? Nee. Das Tunnelsystem check ich noch nicht. Wo war denn hier überall der Tunnel nochmal? Er ist in der nächsten, ne? Hier. Guck hier. Was stand denn da in dem Text? Jetzt geht er mal zurück. Du hattest ihn noch identifiziert? Hab ich schon. Was steht denn da? Das ist halt als erstes Eis und dann das und dann das und dann das. Hm. Also shoot ice first, fire next, lightning third, wind last. Zug, war der eben gerade schon hier oder? Nö, ich würd porten. So kann man eigentlich unendlich Punkte machen, beziehungsweise unendlich Muni hat man so. Kann die ganze Zeit den Stab immer zurückpacken, kriegt wieder eine Mauser. Nimmt sich den Stab wieder, packt ihn wieder weg, hat wieder eine Mauser. Aber ist halt auch nur eine Mauser, ne? Ja, aber zu Punkte machen gar nicht so schlecht, glaube ich. Ich glaube, in Station 3 kann man sich gar nicht teleportieren. Ich fahre jetzt einfach mit dem Zug hier. Ach ja. So. Nicht, dass wir auch Eis als erstes füllen müssen, das wäre ein bisschen dumm. Komm Zug, hopp hopp. Aber wäre schon cool, wenn man wüsste, wo man das sieht, ob man füllt oder nicht. Wenn da jetzt Seelen oder sowas hinfliegen, dann ist klar, dass man das sieht. Aber es wäre jetzt... Machen eure Generatoren Geräusche? Ich habe die Game Sorts für mich nicht so laut. Kann es auch nicht. Also ich höre eigentlich gerade so die Zombies brüllen und schießen euch. Meiner macht nämlich so ein Geräusch. Fährt ihr gerade schon mit dem komischen Wagen? Nee, der will nicht los hier. Weil von meiner Station aus kann ich einen Wagen sehen. Warte mal, ich schieß mal rüber. Hi. Hi. Weil von meiner Station aus kann ich einen Wagen sehen. Ihr seid alle meine Freunde, ihr seid alles, was ich hab, bitte. Das wär's, wenn ich jetzt den Zombie auch noch da hinten getroffen hätte. Oh. In die falsche Richtung? Oder wurde ich jetzt auf der anderen Seite gespawnt hier? Aufgefallen, hier. Ihr könnt an der Kante zum Bunch, zu den Schienen runter, kann man nicht springen. Naja, deswegen kann man da auch ganz leicht die Zombies entrollen. Man stellt sich ganz am Ende hin, geht runter, bis er wieder bei dir oben, bis er wieder hinten ist, gehst wieder hoch, er läuft seinen ganzen Weg nach hinten, die Treppe hoch, ja. Dann geht man wieder runter und so weiter. Ich frage mich, ob was irgendwas hier mit dem Zuki passieren kann. Was mit dem? Ja. Mit dem was? Mit dem Zuki, den Transit. Ach so. Vor allem ist ja der übelste ICE-Zug und hier so eine alte Lok, so eine Holzlok, die noch nicht mal irgendwie einen Führer, Antriebslok hat. Ja, die fährt mal gucken.
Oh, die, doch, 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 die fährt mit Zombie-Antrieb. Guck. Gedanke. Der geht. Zombie, chill mal deine Base. Beide gestorben, obwohl, zur rechten Zeit. Okay, ich stelle mich zu Boreas Fury hin und guck, ob ich es sammeln kann. Kimat's Bite. Oh, it's Arrow. Sowieso der beste Stopp. Der coolste. 160 Zombie. Boreas. Das geilste. Nee, Kurosuchi's Wrath oder wie es hieß. Der Feuerstab. Weil es japanischer Name ist. Da chillen schon die Zombies. Oh. Hat schon jemand was gekillt? Nee. Nee. 115 unten. Lul. 151 Munition. Ich töte jetzt aber mal davor. Ach stimmt, oh, ich habe ja den übelsten Spot hier hinten. Es passierte rein. Nichts. Passierte bei mir auch nicht. Oh bitte, gib uns die laufen weg von dem Sturm, die kommen nicht mehr zu mir hin. Vielleicht weil ich da bin mit dem Sturm. Er ist jetzt von dem angezogen. Jo, hallo Zombies! Hallo! Kommt ihr mit in meine Höhle? Es ist nichts passiert bei mir. Soll ich verarschen? Ich versuche das mal am Eissymbol, weil das leuchtet auch so. Passiert auch nichts. Die Blitze bleiben bei mir auch so lange stehen. Ja. Der Sturm auch vom Eisstab. Aber es passiert einfach nichts. Nicht, dass man danach auch irgendwie so ein Muster anschließen muss, wie bei... Ja, bei Origins da. Weiß einer, wozu dieser rote Knopf ist? Bei mir? Also bei Jagger? Nee, keine Ahnung. Also logisch, das sind ja Generatoren. Die Treibstofftanke, dass man die irgendwie... Aber die kann man nicht aufheben. Hat jemand wieder hier Winddingens angemacht oder was? Ja. Ich fahre mir gerade Punkte. Oh. Und Wunderwitz funktioniert noch nicht, das regt mich auf. Ja, was macht man jetzt? Was macht man jetzt? Nach irgendwelchen Scheißen. Ich suche jetzt nach einer Wunderfitzkugel. Hi. Nein. Ich stehe per Gepanischen, aber nochmal, ich weiß nicht, ob es geht. Hm. Also wir hätten jetzt noch Knöpfe und die Kanister zur Auswahl, aber beides kann man nicht aktivieren. Na, ich mache jetzt mal einen Cut, bis wir wieder was finden hier. So, oben wir hoffen, dass es wirklich funktioniert hat. Es geht, glaube ich. Jetzt steht was da an den Knöpfen. Ach, zum Glück habe ich jetzt schon aufgenommen. Gut, jetzt müssen wir, also, für die, die zugucken, wir haben das jetzt einfach wirklich so gemacht. So angeschießen, wie wir es sollten. Und es gab kein Signal, dass wir es irgendwie geschafft haben. Aber dann können wir die Knöpfe hier aktivieren. So wie es ausschaut. Warte mal. Alter, Leute, dieser Typ schießt auf den Napalm-Zombie. Kill den mal, den Typen. Wie? Draufschießen. Wen jetzt, den Napalm-Zombie oder die KI, der drauf schießt. Okay, der geht nicht. Ja, du musst so ein bisschen daneben schießen, so. Und dann so das schnell rüberziehen zu dem. Okay, jetzt also mal schnell
überall Knöpfe suchen, tot. Ne? Schon tot, schon tot. Okay, ich hab einen aktiviert. Sag mal bitte Bescheid, wenn ihr den Knopf aktiviert, ne? Oh, ist er. Ich weiß nicht, es dürfen bestimmt 4 sein mindestens, oder? Ich guck jetzt grad. Ich hab 2. Beim ultimativen Feuerstab habe ich, bei Chuck habe ich. Ne, bei Stamina Up. Und bei ultimativen Feuerstab habe ich. Also den hier habe ich. Also auch nur die Blocks an. Bei Mule Kick und Stamina Up habe ich. Die spawn ich genau hier. Kann ich den Feuer ultimativ machen? Ja, kannst du nehmen. Hab ich. Oh, jetzt bin ich wieder ganz draußen. PhD. Ich will nochmal Station vorgucken. Ah, ist einer. Wo hast du den? Ach, da drüben bei 4. Double Tap war der. Okay, bei einer Säule. Oh, ne, pass auf. Okay, Double Tap. Spawn? Ne. Hier nicht. Ich guck mal unten bei Packer Punch nach, ob deiner war. Ne, ich glaube, müsste hier oben noch bei irgendeiner Station. Also wir haben jetzt Stamina Up, Speed, Double Tap, ja. Oder nee, nicht, dass es doch nur 3 sind. Ich bin mal am Spawn. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Guck ich mal am zweiten. Oh, lol. Achso, das war der Speedcrawler. Ja, was sagen wir mal lieber mal die Stations zu. Warte mal. Nee, die Kanister kann ich immer noch nicht nehmen. Also, warte mal. Chuck ist Station. Oh, Chuck haben wir doch noch nicht. Charge the portal. Kann man das nicht mit Kanistern machen oder was? Willst du verarschen? Hm. Ich kann Kanister noch nicht aufheben hier. Nicht, dass wir den auch eine Reihenfolge aufheben müssen. Oh, ey, hier ist ein Portal bei wo? Beim Teleporter. Bei Pega Punch. Ja? Ja, keine Ahnung, was ist. Soll ich da mal reinhüpfen oder so? Machen wir. Ah ne, wir müssen erstmal chargen oder gerade gesagt, das Portal da. Wenn du sagst, es ist ein Portal, dann. Ja, keine Ahnung, was ist. Ah, ich komm auch mal runter. Sieht aus wie ein Portal. Nice, sieht echt gut aus. Ist der Napalm und... Oh nein. Oder ist es der Napalm-Zombie? Nee. Nein, das ist was anderes. Komm ich da jetzt vorbei, ohne den zu killen? Ja, ich komme dann vorbei. Vielleicht muss man Zombies hier einsammeln. Bist du ganz rechts vorbeigelaufen an dem Zombie und hast du überlebt? Also ist... Ja. Ich weiß nicht, wie es geht. Etwa so YOLO durchgegangen, weißt du? Also ich schieß mal mit irgendwas drauf oder so. Weil Kanister kann man ja anscheinend nicht hier aufheben. Ich glaube, es ist... Zombie-Seelen. Werf, schieß mal mit, was ich, hier den jetzt euren Stäben drauf. Oder warte mal. Warte mal, hier ist ein... Passiert nichts. Mal hier. Komm mal runter, Timo. Kommst du irgendwie runter? Lang oder was, oder? Ne, vom Zombie ist einfach durch das... Weil Fenster der Teleporter ist irgendwie mit so einem Generator, wie wir die Wand schießen mussten. Guck mal hier, das ist damit verbunden und das führt dann nach oben. Kommt man da echt an dem vorbei? Oh, ist weg. LOL! Alter. Achtung, da kommt... What the fuck? Hast du schon gesehen? Guck mal die Perks an. Nice. Was? Hä? Hast du jetzt das gesehen? Was habt ihr gemacht? Na, ich hab einfach...
drauf geschossen. Auf Bordel und auf den Generator. Dann sollten wir chargen. Oh. Jetzt haben wir erst die Cans holen. Okay, ich hab schon einen. Oh, wie geil, Alter. Der war hier bei... Direkt beim, wenn man aus der Tür rauskommt, war er rechts. Ganz hinten bei dem, wo der Typ stand. Den wir getötet haben. Ich hab, ich hab so eine Kanister aufgehoben. Ja. Wo war der? Unten beim Portal selber. Achso. Gut, Dingens, bleibst du mal hier unten, Atomic? Ja. Okay, zwei, fünf muss versuchen, ne? Das ist wirklich fünf. Bin, ja, ich bin am Spawn, hier ist aber nichts. Okay, hier neben Dr. Nietzsche ist einer. Guck ich, hat, kannst du mehrere aufheben, ja? Ja, es wird mir nicht angezeigt unten im Bildschirm. Aber der Kanister ist jetzt weg. Ja. Okay. Aber es wird doch keine Handzeug oder so angezeigt, sondern es ist wirklich einfach nur so. Zack. Ist aufgehoben. Ich schau mal kurz ins. Also Station 1 ist nicht. Station 2. Ah, Station 2 bin ich jetzt gerade. Nö. Ich seh dich nicht. Oh, dann war das Station 3. Station 2. Ja, was? Station 3. Auch nicht. War hier hinten einer? Das ist Station 3 hier. Ist aber auch nicht. Und wie waren wir jetzt hier 3? Ja, 2 habe ich gefunden. Ja. Einer hat schon weggefunden. Ah, hier bei Chuck. Atomic wolltest du nicht unten bleiben? Nee. Warst du okay. Schon bei Jack? 1, 2, 3 und 6 haben wir und Secret Station, also 4 oder 5. Bei, nee, bei 4 hast du auch einen, ne? Ja, 5, nee, 5 auch. Blunder geht. Geil, jetzt habe ich 2 Wunder. 3. Ich bin jetzt mal hier gerade bei 5. Also ich hab, ich weiß nicht, ob ich den Tank hab, auf jeden Fall hab ich da Ja, der ist dann weggegangen, hast du. Okay. Ja, soll ich das jetzt mal mit dem Perk Room hier machen? Das Blut ist gespawnt. Ich kill den dann einfach mal. Oh, Alter. Alter. Schrocken. Ey, hab ich gerade gefragt, wer ist das da? Warum ist auf einmal vor mir so ein Typ mit roten Augen? Kann der bei euch auch oder was? Nein. Nein. Ich wollte den Zug rein, er wollte aussteigen und dann stand wir uns auf einmal gegenüber. Ach so? Ja, und mein Rotpunktvisier hat ihm rote Augen gegeben. Nein, es kommt alles zurück im Leben. Schwarzbär. Ich hab grad eine Stimme oder habt ihr gerade einen Teddy gezogen? Ja, Teddy. Achso. Tut mir leid, wir können hier da jetzt keine Hoffnungen machen. Ah, Station 1. War noch was? Einer. Wo denn? Eimer. Station 1 in einem Eimer. In einem Eimer? Ja. Willst du mich verarschen? Wenn man runter, wenn man von dem, vom Anfang aus runterkommt, dann rechts direkt der Eimer. Willst du mich verarschen? Auf der Seite, wo das Feuer ist. So, jetzt? Können wir schon Portal machen, oder was? Hast du schon Station 2? Ne, wir haben noch jetzt alle. Haben wir alle? Ja, theoretisch haben wir alle 5. Hat er gesagt, alle 5? Beziehungsweise irgendwas erzählt von 5? Ich hab mich aufgepasst. Wow! Oh. Leute? What the fuck? Alter. Hab ich was gedrückt hier? Ja, ich hab F gedrückt. Ist jetzt? Ja. Ach ne, das war's jetzt nicht schon, oder? Nein! Oh, was hab ich sehe nichts, das ist doof, ihr seid mir im Weg. Ich sehe was. Dann kommen wir jetzt noch an den zweiten Teil mehr. Oh, jetzt geht die Luzi ab. Ja, geht. Genau, you have escaped. Geil. Ich hab mir mehr erwartet. Gut, habe ich auch gedacht, aber leider, naja. Also nach Vis 1 habe ich nicht mehr erwartet. Ja, das nicht jeder Map so wie Spawn. So, kommen wir nun zur Bewertung von der Lorekeep Station. Ja, wurde ja auch ein bisschen gehypt, sag ich mal.
Ja, vom Mappen her, also ich muss sagen, vom Mappen her hat sie mir überhaupt nicht gefallen. Weil es war Transit-like. Transit hat mir nie gefallen. Am Anfang, klar, es ist neu. Aber dann ist nur auf den Stack gegangen. Man will irgendwo hin, muss auf diesen Scheißbus warten. Und er kommt nicht. Oder will nicht losfahren. Und das ist hier das gleiche System. Ich meine, die haben es zwar noch gut umgangen mit Porter's Punch. Wobei Porter's Punch dich von A nach B bringt und von B nach A. Und nicht zu C oder D, wenn wir mal so sagen wollen. Also das Mappen, Map-Aufbau, ja gut, ist noch was Einzigartiges in World War, noch nie gemacht. Aber mir hat es jetzt nicht so gefallen, sah auch nicht so schön aus, die Stations, sage ich mal. Gerade auch, wo der Zug lang fährt, es sah wirklich billig aus irgendwie. Und auch, dass da überall so komischer Nebel war, naja. Hat mir jetzt nicht so gefallen, würde ich mal ja so eine 7 von 10 Punkte geben. Also mir hat das nicht so wirklich toll gefallen. Ja, beim Scripten hat sehr viele Perks gehabt, war schon mal nicht schlecht. Hat auch alles soweit funktioniert. PhD haben wir wie immer nicht getried, oder hat es jemand von euch gemacht? Ja. Also gut, ich gehe mal von aus, dass es funktioniert hat. Wie gesagt, Jack richtig funktioniert. Porter's Punch mehr oder weniger. Funktioniert hat nur, es hat mich nicht überall hingebracht. Gut, ging eigentlich Easter Egg. Hat es dabei gehabt. Muss man sagen, war okay. Viele Maps haben dann nur so ein Aufkauf Easter Egg. Das hat wenigstens Easter Egg, wo man was zu tun hat. Ist natürlich nicht so ein super duper Easter Egg wie The Swan, aber ich will ja bei der einzelnen Map-Bewertung auch nicht mit anderen Maps vergleichen. Ja, ist Easter Egg gut. Das eine, was mich gestört hat, dass man keinen Signalton oder irgendwie ja, einen Hinweis drauf bekommen hat, wenn man Eis und so anschießt, dass es auch funktioniert hat. Man muss dann selber erst irgendwo rumgehen und sehen, oh, wir können ja auf einmal die Knöpfe aktivieren. Toll. Vorher sucht man sich einen Arsch zusammen, was haben wir denn falsch gemacht? Müsste ich ein Pünktchen abziehen, gefiel mir nicht so gut, weil es wirklich dann nur genervt hat. Aber sonst war es eigentlich schon cool. Es gab die Stäbe vor allem, schöne Waffen, MSMC vor allem. Habe ich auch nur einmal getried, leider, sonst habe ich sie nicht bekommen. Alten war drin, war auch ziemlich geil. Ja, noch ein paar andere Custom Weapons. Also von Skripten her kann ich eigentlich kaum was sagen. Für die Map würde ich eine 9 von 10 Punkte geben beim Skripten. Joel, was meinst du? Ja, Mapping, also ich fand es jetzt nicht schlecht, dass es halt so mit dem ganzen Zug war. Und so, also ich find's jetzt wirklich nicht schlecht. Also gebe ich dem jetzt so 6 von 10 Punkten. In den restlichen Sachen stimme ich dir zu, nämlich. Und Scripting, ja, da stimme ich dir auch ganz zu. 9 von 10. Ja, gut, dann Tomek, was sagst du? Also mir hat die Map gefallen, war aber auch die erste, die ich gespielt habe. Ja, stimmt, das ist ja die allererste für dich. Das ist das gleiche mit so einer Hammer-Map hier. Ja. Ja gut, Hammer-Map sage ich mal jetzt, in Anführungsstrichen. Aber mit schon einer etwas gehobeneren Map startest. Also mir hat sie gefallen und ich gebe 8 von 10 auf Mapping. In anderen Sachen stimme ich euch zu. Mit den Waffen und ja. Also auch 9 von 10 so. Ja. Ja. Ja, ist schon ja, eine gute Map. Aber wie gesagt, mir hat so das Setting nicht gefallen. Es ist Transit-like und das hat mich schon angewidert am Anfang. Und der Nebel, wie gesagt, das ist überall so too much war für mich, fand ich. Ich meine, klar, es ist im Untergrund, aber das ist dann so komisch auch schon. Naja, wer auch immer das spielen will, Map Download ist unten in der Beschreibung. Kann ich auf jeden Fall mal empfehlen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Man sieht sich im nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.